Seit 14 Jahren gibt es ihn, den Cicero-Rednerpreis für besondere rhetorische Leistungen. Preisstifter ist der auf Beratungspublikationen spezialisierte Bonner Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG. Unter den Preisträgern befinden sich so berühmte Namen aus Kultur, Wirtschaft und Politik wie der Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki, Luxemburgs Ministerpräsident Jean-Claude Juncker, Porsche-Chef Wendelin Wiedeking, aber auch Größen aus dem Entertainment wie Thomas Gottschalk. In diesem Jahr fiel die Wahl der Jury unter Vorsitz des Rhetorikexperten Prof. Dr. Gerd Uding von der Universität Tübingen auf den Philosophen und Schriftsteller Prof. Dr. Peter Sloterdijk, bekannt auch als Moderator der ZDF-Sendung Das Philosophische Quartett. Im Juli 2008 nahm er im inzwischen historischen Ambiente des ehemaligen Deutschen Bundestages die Ehrung entgegen. Helmut Graf, Alleinvorstand des preisstiftenden Verlages, zeichnete Sloterdijk vor knapp 600 geladenen Gästen mit der Cicero-Bronzebüste aus. Mit Esprit und wohlgesetzten Worten stimmte Gastgeber Helmut Graf die Festgäste ein. Wir haben vor 14 Jahren mit dem Cicero-Rednerpreis einen anderen Weg gewählt, die Redekunst im deutschsprachigen Raum zu fördern. Der Cicero-Rednerpreis des Verlags für deutsche Wirtschaft will eine bessere Redekultur fördern. Der Preis soll auf die große Bedeutung der Redekunst für Kommunikationsfähigkeit und die Dialogbereitschaft in unserer Gesellschaft hinweisen. Sehr geehrte Damen und Herren, zur Verleihung des Cicero-Rednerpreises 2008 heiße ich Sie alle herzlich willkommen. Cicero meets Sloterdijk, Sloterdijk meets Cicero, ein Zusammentreffen der besonderen Art. Meine Damen und Herren, was es noch alles Spannendes dazu zu sagen gibt, werden wir sicherlich im Rahmen unseres Festaktes erfahren. Und ich möchte nun unseren ersten Festredner, Professor Batzenbrock, zu mir bitten. Er hat sich das Thema gestellt, Selbstversuchung, Arzneien gegen die Autoimmunreaktion des Denkens. Und danach wird Professor Gerd Uding als Vertreter der Juroren und der Jury die Laudatio halten. Ich wünsche dem Festakt einen spannenden Verlauf und freue mich auf die persönliche Begegnung mit Ihnen im Anschluss an der heutigen Preisverleihung. Herzlichen Dank, Professor Bock. Anspruchsvoll und zugleich lebendig die Festrede, gehalten von Batzenbrock, Professor für Kunst und Ästhetik an der Universität Wuppertal. Im Titel der heutigen Festrede angegebener Begriff Arzneien geht natürlich auch Petrarca zurück, als Vorgänger von Sloterdijk, der in De Remediis Utriusque Fortunae, also der Heilmittel gegen beide Formen des Glücks, des Unglücks, wie der Beförderung entwickelt worden ist. Arzneien heißt das in den klassischen Übersetzungen, als man noch an solche Vermittlungsformen zwischen Diagnose und Prognose in einem rituellen Sinne, akademischen Sinne glauben konnte. Der Einzige, der das heute noch repräsentiert, für mich jedenfalls, ist Sloterdijk. Und man kann wirklich sagen, wenn man heute Arzneien sehen will, wenn man sie vielleicht sogar selbst anwenden will, dann muss man zum Dr. Sloterdijk gehen. Die Laudatio auf den Preisträger hielt Juryvorsitzender Gerd Uding, Direktor des Seminars für allgemeine Rhetorik an der Universität Tübingen. Spekulativer Wagemut und rhetorisches Experimentieren steigern einander in Höhen, in ungeahnte Höhen. Und dass er uns dabei aber nicht ratlos zurücklässt, uns luftige rhetorische Jakobsleitern baut und unsere Fantasie entzündet, dafür preisen und danken wir ihm. Der Höhepunkt des Festaktes, die Preisverleihung. Peter Sloterdijk nimmt aus der Hand von Verlagsvorstand Helmut Graf und Juryvorsitzendem Gerd Uding die Cicero-Bronzebüste entgegen, die den berühmten Staatsmann und Rhetor in seinen besten Jahren zeigt. So der französische Künstler Hubert Fleuriot, der die Preisskulptur in Anlehnung an die berühmte klassische Büste im Espley House London schuf.
Die Jury zeichnet mit Professor Dr. Peter Sloterdijk einen Redner aus, der die klassische antike Allianz von Rhetorik und Philosophie in Person, Werk und Wirken auf seltene Weise wieder verkörpert. Einen Rhetor also, der das philosophische Denken aus den Universitätsseminaren in die Öffentlichkeit freigesetzt hat und die Medienbühnen unserer Kultur nutzt, um unermüdlich für die aufklärerische Idee des Selbstdenkens zu werben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Dank. Wir haben nun, wie mir scheint, meine Damen und Herren, die Mindestelemente zu dem Dekor beisammen, vor dem es mir möglich scheint, ein umfassendes Geständnis abzulegen. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich mein Metier unter dem Titel eines philosophischen Schriftstellers betreibe, nach berühmten Mustern im Übrigen, die namentlich zu nennen, sich hier verbietet, weil es unbescheiden klänge. Insofern ich als Schriftsteller im philosophischen Feld operiere und das Metier voraussetze, bewege ich mich zunächst und zumeist unselbstverständlich in der Écrivain-Zone und weiß wie jeder Kollege, dass es hier darum geht, zu zitieren, zitieren und zitiert werden, zu problematisieren, zu differenzieren, zu argumentieren, zu destruieren, zu dekonstruieren, gelegentlich auch zu plädieren, wie es sich bei einem Philosophen, allgemeiner gesprochen, einem Vertreter der sinnverarbeitenden Berufe gehört. Das Adjektiv philosophisch drückt aus, dass ich an der sentimentalen Idee hänge, es gebe einen Rückweg aus der einsamen Anarchie des philosophischen Augenblicks in die geteilte Sphäre. Ich nenne sie nicht das Allgemeine, aber das Gemeinsame. Und daraus geht im Übrigen hervor, dass ich ein Mensch von altmodischem Zuschnitt sein muss, denn ich kann nicht aufhören, mich für die Teilung des Glückes zu interessieren. Aber damit soll es mit dem Gestehen für heute ein Ende haben. Wenn die Kräfte reichen, folgen weitere Enthüllungen in Form von neuen Büchern. Danke sehr. Die Gescheitheit dieser Herren ist so überwältigend, dass ich so ein kleines bisschen um Worte ringe, wie Sie sehen. Er ist für meine Begriffe ein würdiger Preisträger, weil er der Rede selbst ihre Würde zurückzugeben versucht. Und zwar in der Weise, dass wir sind inzwischen sehr stark gewöhnt, eine reine Selbstdarstellung zu erleben bei Preisträgern, die sehr, sehr, sehr gedankenarm ist in der Regel. Das, was Sloterdijk natürlich seiner Profession nach, aber auch seiner Redetugend nach, seiner Überzeugung nach leistet, ist ein ungeheuerlicher Gedankenreichtum. Die gute Rede beruht auf einer wichtigen Botschaft letzten Endes. Wenn ein Redner nichts zu sagen hat, kann er es in der Regel nicht verbergen.